Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Paladins-Battle. Ich laber mal einfach rein, auch wenn er eigentlich immer was sagt. Es sind ja jetzt die letzten Folgen. Ja, halt, direkt zusätzlich. Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall. Ja, wir spielen auf einer der neuen Maps. Und meine Shop-Taste ist wieder nicht die Shop-Taste, warum nicht? The battle is about to begin. GG, mein Game laggt. Okay, Leute, da ist mir ganz kurz das Spiel am Laggen gewesen. Und dadurch musste ich jetzt kurz die Aufnahme nochmal quasi erneut starten. Es ist ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht warum. Aber es ist halt so. Okay. GG. So. Wie gesagt, es hat gerade ganz kurz geruckelt, nachdem ich halt das anwenden wollte aus dem Menü. Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Kurz meine Taste neu belegt. Obwohl sie halt richtig belegt war, mal abgesehen davon. Okay, kurze Info, wir haben im Gegnerteam Hochlevelige, 2 Stück. Und in unseren ist ein Hochleveliger. Ich weiß nicht, wie sich das aufs Spielgeschehen ausübt, aber ich glaube, man sieht es doch schon ganz stark, wie sich's verhält gerade. Aber wie gesagt, neue Map. Wollte ich noch kurz vor Ende der ersten Staffel quasi euch zeigen. Mich wundert sowieso, dass ich es durchgehalten habe, wirklich bis zu 100 Folgen, also es sind noch nicht 100 Folgen, aber da ich das aushalte tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet, dass ich dasselbe aushalte. Naja. Ja. Das war klar, erst recht, weil ich einmal kurz meinte, unbedingt aufzänglich. Ganz kurz, ich musste halt raustappen. Nicht so praktisch im Spiel, aber hey. Gerade das ist halt eins der Probleme, was ich des Häufigeren schon hatte. Wie ich halt jetzt immer überprüfe, ob solche Maps hier irgendwelche Buggies oder Sticky ja, Places hat. Aber nee, die Map hat zumindest auf der Seite hier keine. Die sind auch recht langsam, habe ich das Gefühl, aus irgendwelchen Gründen. Okay, GG. Die Action ist noch am vorhanden sein. Die Kurz... sprechen ging auch schon mal anders. Wenn die Folge zu kurz ist, so würde ich sagen, werde ich natürlich noch eine zweite Runde einlegen. Einfach schon aus der... ja, gerechtigkeitshalber. Ist das gerade durch die Map geschossen, mein Heal? Na GG, kam einer von der Seite, habe ich nicht mit gerechnet. Warum? Weil er natürlich so kam. Ach ja. Na los. Nix, Entschuldigung, angreifen, ist doch egal.
Fehler passieren. Huch. Ach du Scheiße. Spiel bitte nicht. Ach Leute, es ist wieder der Klassiker. Jetzt muss natürlich einer wieder hacken, damit es gedidost wird, mein PC, ne? Ich sage es euch nur. Es ist halt wirklich... Ich hatte das mittlerweile so im Gefühl. Das ist halt einfach jedes Mal, wenn es für die Gegner knapp wird. Und mindestens ein... Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ein Russe im Spiel ist. Dass es mir so vorkommt, dass einer didost, um halt das Spiel für die anderen... Ja, zum Guten zu lenken oder sonst was. Weil das hier... Guck mal, ganz ehrlich, könnt ihr das als Spiel bezeichnen? Wenn es so ruckelt? Ich kann das nicht. Hier, ich kann noch nicht mal aus unserer... Ich kann ja noch nicht mal aus unserer Basis fliegen, ohne dass es ruckelt. Okay, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, tut mir leid. Gewinn ist nicht mehr. Ich kann doch nicht mal... Was ist denn das, Leute? Ich hasse es nicht. Okay, Leute, ja, die Aufnahme ist abgebrochen, offensichtlich, würde ich behaupten. Nee, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal meinen Mount. Das ist... Da kommt Freude auf, ne? Och, Leute. Jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso in den Gegner reinrennen oder so, keine Ahnung. Ich habe Stillstand im Bild. Es ist... Ah, es ist unfassbar. Was ist denn das? Also, ihr seht das ja, ich spiele das ja nicht vor oder so, Leute, also... Das ist das Einzige, warum ich halt hier auch überhaupt sterbe in dem Spiel. Ja, GG. GG, danke. Hm. Kann natürlich sein, dass ich jetzt gleich nochmal in die Optionen was verändere. Deswegen nochmal gleich ein ganz kurzer Cut. Weil so kann ich nicht spielen. Ja, guck mal, ich kann ja noch nicht mal das vernünftig mir angucken, Leute. Ihr seht das ja. Es ist ja wirklich nicht so, als würde ich euch das vorspielen oder so. Es ist ja wirklich, mein PC ist... Tadellos in der Theorie. In der Praxis weiß ich nicht, woran es liegt. Aber ganz ehrlich, was ist da los, bitteschön? Könnt ihr mir das erklären? Keine Ahnung. Ja, und da endet es auch schon. Das ist einfach, ja, tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht anders sagen, aber ich fühle mich gehackt, BZW, mein PC. Anders kann ich es nicht erklären. Deswegen, ich gehe nochmal in die Optionen, ich stelle nochmal das eine oder andere um. Und, ja. Keine Ahnung. Vielleicht bringt das ja was, wenn ich das anschmeiße. Ich guck mal ganz kurz. Von daher, wir hören und sehen uns gleich wieder. Wahrscheinlich, weil das jetzt gleich wieder ausschalten wird, meinen Fraps. Also. Ah, doch nicht. Aber ich muss neu starten, wahrscheinlich. Auflösung bleibt ja aus irgendwelchen Gründen dieselbe, obwohl ich die höhere angewendet habe. Das ist gerade hart unpraktisch. So. Bildschirmtyp, Vollbild, Auflösungsskalierung ist auch 100%. Anti-Aliasing ist aus. Ich weiß nicht, kann ich ja mal auf 2 machen. Auch wenn das wahrscheinlich gar nichts bringt. Ja, und der Rest, der bleibt halt so. So, keine Ahnung. Wir hören und sehen uns einfach gleich wieder. Ich mache jetzt einfach kurz mal das Spiel neu starten. Von daher, bis gleich. Ja, so, da habe ich kurz mal das Spiel neu gestartet und parallel auch nochmal einen Nvidia-Treiber installiert, weil das gerade als Meldung kam. Willkommen bei Season 2 Split 1. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wenn sich spontanerweise aufdrängt, zeige ich das doch ganz kurz die Info und guck da mal rein. Ach so, ja, natürlich. Never mind, das ist wieder für... Hier... Für das Ding hier, logischerweise. Ich bin immer so deppert, da ich das nicht erkenne. Na gut, halb so schlimm. Dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Runde. Was ist das hier?
Ich habe hier unten. Oh, kann das angehen, dass ich eventuell noch irgendwas von Nvidia offen habe? Keine Ahnung. Huch, ich habe jetzt auch die normale Maus. Oder. Nee, oder die hat. Okay, alles normal eigentlich. Ich guck mal ganz kurz in die Optionen, was hier los ist. Für und an sich ist alles okay. Okay, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Runde wieder. Von daher, bis gleich. So, willkommen in die zweite Runde. Ich hoffe, dass es jetzt vernünftig läuft. Wieder auf der neuen Map. Wieder in der Hoffnung, wie gesagt, dass es läuft. Und wenn es nicht laufen sollte, werde ich die Folge einfach abbrechen. Tut mir leid, ich werde dann euch zwar noch über das Endergebnis aufklären, heißt dann die Aufnahme nochmal anschmeißen und die Wiederholung noch durchlaufen lassen, wer der beste Spieler war. Aber mehr auch nicht. Aber ich hoffe, und so wie es ausschaut momentan, läuft es ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt auch auf 60 FPS gemaxt. Also heißt, darüber hinaus sollte ich keine FPS mehr ziehen. Also das Programm, was aufnimmt, zumindest nicht. Und ich bin an überlegen, ob ich mit Nvidia aufnehme ab sofort. Also direkt mit dem Nvidia-Programm. Was auch experimentell ist, könnte man sagen. So. Alter, ich raste hier gerade total aus, tut mir leid. Aber ich muss da halt so ein bisschen reinstürmen. Es hat aber nichts gebracht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die Runde wird hier leider auch ein totales Desaster. Es tut mir leid. Aber man kann daran halt nichts ändern. Mal hat man gute Tage, mal hat man schlechte Tage. Mal hat man gar keine Tage. Das macht so keinen Sinn, aber hey. Ich war Schlange. Sieht man auch gleich. Hoffe ich doch. Also, da. Von hinter der Wand. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das war doch locker Wallhack. Tut mir leid. Also, das habe ich jetzt aber wirklich gesehen, dass das Wallhack war. Weil da war ich schon lange hinter der Wand. Wow. Okay, wir haben doch relativ viel Freiraum nach hinten weg, sehe ich gerade. Aber hey, das ist irrelevant, denn wir verlieren gerade die ersten zwei Runden. Ich hoffe, dass sich das gleich einfach ändert. So, ich nehme mal Lebensriss einfach aus Prinzip. Ich weiß, es bringt mir rein, hypothetisch auch gesehen nichts. Alter. Ich kann mich schon wieder direkt zurückziehen, weil dieser scheiß Victor aus dem anderen Team mich einfach weg spammt, quasi, könnte man sagen. Oh, kurzer Ruckler, ganz kurzer nur. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich mal die Nvidia-Treiber alle aktualisiert habe. Ah, sie hat sich aus diesem Bereich rausgeschlingelt, deswegen. Schade. Wir nehmen mal noch. Ach so, geht gar nicht. Ich brauche noch ein paar Punkte. Hallo, hallo, hallo! GG. Ich kämpfe da ganz alleine. Ist das euer Ernst? Ey, please. Hä? Ah, wollte gerade sagen, warum. Hä, warte mal, VAX hat er? Kann man das umbelegen? Okay. Okay, offensichtlich kann man die Keybindings dafür umbelegen. Das wusste ich nicht mal. Wäre ganz angenehm, weil ich ganz häufig mal. Ja, Fast Messaging mache. Sowas von wegen. Jetzt hier Attack Middle und so weiter. Da muss man ja dann schnell agieren. Das ist halt,
ja. Okay. Wäre natürlich optimaler, wenn man da noch schneller drüber steuern kann. Okay, vergesst es. Vorhin, ich habe es gerade gar nicht realisiert, mal abgesehen davon, dass der Gegner vor mir stand. Ich war gerade so im Fluss, im Nicht-Realisieren, ne, also das kann mal passieren. Leute, bitte! Oh, Leute, bitte! Ach, komm schon! Mach doch was, Leute! Es ist doch nicht wahr! Wir werden perma gekillt oder was und die nicht? Ich verstehe das Spiel nicht mehr, Leute. Es kann auch sein, dass einfach alle genervt worden sind, die mit uns spielen und andersherum gar nicht. Ja, komm schon! Als ob die... Vor allem... Die ist halt auch gar nicht zu treffen gewesen, so gefühlt. Ach komm. Ja komm, Moralschub, einfach aus Prinzip. Alter, komm. Das, nein! Einfach nein! Das kann's nicht sein! Guckt hin! Ah, jetzt hab ich mir auf den Bildschirm gesprochen. Was hat die Person gegen mich? Ganz ehrlich. Ach Leute, ich rage hier gerade wieder durch, aber es ist halt wirklich... Ich werde das Gefühl nicht los, dass das einfach korrupt ist, das Spiel. Korruptiert. Ah, ja. Hä? Ich lebe. Hä? Ich lebe nicht? Fragezeichen? Es ist irritierend. Ach komm schon. Mochi, du hast... Sag mal, ist Mochi dämlich? Er hat auch einen Right-Click, also... Ja, jetzt konnte ich noch nicht mal das setzen. Ist richtig. Leute, macht doch mal was. Geht den auf den Senkel... Ach komm schon, vergesst es. Zwei Niederlagen. Top. Einmal, weil es extrem ruckelt und das zweite Mal, weil einfach das Team scheiße ist. Oder halt wir Spieler haben, die halt ihre Champs nicht auf der Reihe haben. Keine Ahnung. Soll mir recht sein, soll mir egal sein. Es ist ja trotzdem einfach ein schönes Spiel. Und ganz ehrlich, ich hab's ja auch einfach so gespielt, weil... Warum reg ich mich eigentlich auf? Man kann nichts gewinnen, man kann nichts verlieren. Nur halt ein bisschen Ehre und Würde und Respekt. Aber hey! Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, das sollte gewesen sein. Ich darf mich jetzt noch an Schneiden und Rendern machen. Schneiden nur. Oh, und dann wird lustig. Von daher würde ich sagen, was soll denn das? Von daher würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz im Shop, ob noch irgendwas auf uns wartet. Ich wollte nicht Tagesangebot anklicken. Hallo? Huch. Ich wollte auf Truhen gucken, genau. Nee, da habe ich nichts. Okay, DLCs ist halt klar. Das ist ja alles buyable Content. Also, da kann ich es vergessen. Das verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, weil mir das keiner erklärt hat. Ich weiß zwar, dass es für den Streaming-Dienst-Mixer gilt, aber nicht wofür. Also, wo ich da dann nachhaken muss. Genau, was ich noch machen wollte ist, ich wollte mir noch einen weiteren Skin holen tatsächlich, weil momentan kein neuer Champ bis dato rauskommt und bis dahin habe ich ja wahrscheinlich schon wieder die Münzen zusammen, die 60.000 für einen neuen Champ. Und selbst wenn nicht, sammelt sich das über die Zeit. Wie sich das mit den anderen Sachen verhält, also mit Thema ich komme jetzt gerade nicht drauf. Mit Thema Champions, ob noch neue kommen, weiß ich halt nicht. Falls ja, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Muss ich ja quasi auch schon fast als Verpflichtung. Daher ich das ja hier nicht aus Spaß mache, sondern wirklich schon fast gezielt.
Und ich würde sagen, ja, wenn euch das für und an sich so Spaß gemacht hat, wie gesagt, ich werde ein bisschen traurig darüber, dass es so allmählich Richtung Ende sich bewegt, die ganze Geschichte hier, von der ersten Staffel her. Aber hey, komm schon, es ist trotzdem immer noch Beste, muss man sagen. Und das muss man auch so sagen. Na gut, dann spiele ich eventuell jetzt noch ein, zwei Runden privat gerade mal. Battle Pass ist ja immer noch aus irgendwelchen Gründen am Laufen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Haus, haut rein und ciao.